rastet dich komplett wieder aus. Eingekleidet bin ich jetzt wieder und jetzt nehme ich mal hier das Polymer direkt mal raus und schaff das mal direkt zur Gyrosphäre. Warum? Was? Warum? Weil die repariert werden muss, die Gyrosphäre, die ist kaputt und dann können wir nicht farmen mehr, wenn die kaputt ist. Also wir können sie nicht mehr so gut und so schnell. Ich weiß. Das ist aber das, was halt jetzt noch gefehlt hat. Was hat denn, für was denn jetzt? Für den, für wie viel brauchst du? Wie viel brauchst du? Ich brauche, warte. Ich brauche insgesamt 400 Polymer und 150 Obsidian. Und du hast jetzt wie viel Polymer? Ich hatte 60 gemacht gehabt. Aber ich habe halt noch gar nichts rausgenommen. Ich hatte ganz viel gemacht schon. Ich hatte jetzt irgendwie 200. Guck doch mal rein, was da drin ist jetzt. 200, 300 gleich. So, genau. Und dann schaust du mal, wenn du das hast, dann guckst du mal, wie viel noch fehlt. Und wenn das fehlt, dann gehen wir zwei, die anderen sind jetzt am Reciting-Team, gehen wir zwei gleich nochmal rüber und klatschen Pinguine weg. Oh mein Gott, was soll ich tun? Ja, wir klatschen Pinguine weg. Ich muss mal ganz kurz aufs Klo gehen, während das hier durchcraft. Ich bin gleich wieder da. Oh Gott. Ja, Vorsicht, dass wir nicht wieder Aggro ziehen oder so. Oh, da ist ein Rex. Ja, und das auch, das sollte auch weg. Oh, ich komme zumindest, ich bin jetzt auch auf der Insel. Wie sicher, dass wir auf der richtigen Insel sind? Ich glaube, wir sind auf der falschen, wir müssen noch darüber. Wir müssen zur großen Insel. Na doch, noch rüber. Ja. Meinst du? 40, 65. Gut, ich bin da runtergebrüllt. Ich glaube, ich verlasse mich nie wieder darauf, wenn ein Rex in der Nähe ist, dass ihn irgendjemand tötet. Das ist sicher, gut. Sicher. Jedes Mal so, oh, ich wurde runtergebrüllt. Ich dachte, jemand. Also ist jetzt der Call auf die große Insel, oder? Eigentlich ja, schon, oder? Dann probieren wir es dort. Es hätte ja sein können, dass er noch hier irgendwo ist. Weil ja auch auf Top-Toren rumlaufen. War das nicht 40, 65? Nein, 45, 60. Okay. Ja, 45, 60 ist halt so ein Mittelding da. Hätte auf beiden Inseln sein können. Aber das Mi ist, wenn ich hier auf der Insel stehe, eher bei 40, 60. So, wieder da. Bebe. Und das Material ist durch. Hast du jetzt das Polymer rausgenommen und mal geguckt, wie viel dir fehlt? Fehlen schon noch 87. Rausgenommen habe ich noch gar nichts. Kommt ihr zum Fluss oder soll ich zum euch kommen? Ich habe keine Ahnung. Ich schwimme gleich direkt rüber da. Da hinten, da hinten. Ich sehe dich. Ah, okay, Nami, wir zwei gehen gleich mal ins Schneebiom. Oh nein. Also ich baue mir selbst ein Trizee. Ich weiß nicht, ob du das jetzt so verstanden hast. Das ist alles gut. Ja, hier steht halt noch ein Floß an der Insel. Ja, ich weiß, mit dem bin ich auch gerade gekommen. Ich habe gerade festgestellt, dass es viel einfacher ist, sich Flüsse zu bauen, als dann zu laufen. Also die wird jetzt, genau, die wird jetzt aufgeheilt, wenn ich es richtig sehe. Ist das Reparieren jetzt aktiv? Ja. Verbrauchen sich da jetzt die Ressourcen auch? Sehe ich jetzt so gar nicht, ehrlich gesagt. Oder müssen die einfach nur da drin sein, dass die Gyrosphäre repariert wird? Die wird repariert, sie kriegt auf jeden Fall Leben. Das ist bei 40, 60. Würde mal interessieren, ob sich das verbraucht hier. Jetzt wären wir theoretisch richtig gewesen. Ich hole mir mal neues Fleisch und so. Ich habe auch gar nichts mehr zu essen. Oh, hier ist schon ein Trike. Tötet sie! Alle töten! Ich bin gerade alleine. Sie ist gerade alleine dort. Trotzdem, alle töten. Die Rare-Sighting ist in einem Felsen gebackt, ich lösche sie, okay. Aber lass uns mal versuchen, den Trike wegzukriegen. Brüll den mal runter. Ihr seid jetzt auf der großen Insel, gut. Bin ja vor dir da. Oh, ist ja alles vergammelt. Wo guckst du denn? Ah, ich habe jetzt den Ofen geguckt. Alles gut, ich habe was gefunden. Ich habe Dora gefressen. Nice. So, der Raptor ist weg. Da kommt ja gleich ein Neuer. Die war hier doch bestimmt nicht alleine, oder? Ich nehme mal sicherheitshalber mal ein paar Baits mit, wenn man weiß ja nicht, was man so findet. Oh mein Gott. Eins Albino-Rex. Der ist Level 50 noch, sonst hätten wir den tamen müssen. Wir warten jetzt mal eben hier. Das, ein bisschen. Wo seid ihr jetzt? Ach, da vorne. Am Strand. Und, bleibt ihr? Naja, es kommt drauf an, Skorpione konnte man bisher nie zähmen. Sollten die nicht sogar raus? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, keine Ahnung. Das war vor der Gamescom. Okay, ich kann mich nicht mehr erinnern an die Dinge, die vor der Gamescom waren. Okay, dann fahren wir mal darüber.
kommst du da raus? Ja, hier ist wieder so ein ganz roter Rex. Jo. Dann probieren wir es mal. Level 15. Alles klar, okay. Lea, was für ein Tier sucht ihr nochmal? Ein Skorpion ist es jetzt. Nee, oder? Doch, es war ein Skorpion. Deswegen habe halt ich mich auch gerade gefragt. Ich hoffe, Lonestar hat vorher vor der Session nochmal geguckt, ob das mit den Einstellungen hinkommt für die Skorpione. Oder ob die sich wieder resettet haben, weil dann geht's nämlich wieder nicht. Gab es hier nicht ein anderes Tier, weswegen wir überhaupt hier hin sind? Das ist Nami. Weg, das war in einem Felsen gebackt. Ich hab dich gefunden. Nein. Weißt du, was das bedeutet? Nein. Wir gehen jetzt ins Schneebiom. Komm, das ist alles total easy. Aber hast du gesehen, wie der Rex heißt? Der Rex, der Kleine hier? Ja. Yeah. Ukari Provisum. Und, soll mir das irgendwas sagen? Versehen, versehen. Das eine ist japanisch, das andere lateinisch. Aha. Alles klar. Weißt du, was ich jetzt mache? Ist gut, dass du ihn wirklich so genannt hast. Ne? Ist der Babyphone, kann man den Babyphone eigentlich schon benutzen? Ich weiß nicht, ob er schon erwachsen ist. Ich habe ihn das ins Inventar gepackt. Er ist erwachsen, ja. Ich nehme den jetzt mal, dann geht's schneller. Ich nehme den jetzt mal, geh mal schnell ins Schnee. Ami, möchtest du mitkommen? Wenn du nicht mitkommen möchtest, dann bleib halt hier. Aber ich würde mich halt wohler fühlen, wenn noch wer bei mir ist. Ja, ist toll. Und das bin dann ausgerechnet ich, ne? Ja, du bist die Einzige, die noch hier ist. Und was soll ich dann nehmen? Weiß ich nicht. Nimm vielleicht einen Indominus, damit kannst du eh ja nur schwimmen. Und dann brauchen wir keine Flöße, dann schwimmen wir einfach rüber. Nehme ich einen Domino. Ich hoffe, dass das klappt mit dem Rüberschwimmen. Wir werden so verrecken. Werden wir nicht. Hast du gerade gewacht? Wir werden nicht sterben. Alles wird gut. Da sind die Parkmauern. Wir dürfen uns nur nicht aus den Augen verlieren. Na toll, super. Das steht unter einem sehr, sehr guten Stern. So, ich bin mal heute richtig, was ist das hier? Ein Indoraptor, Leute. Warte mal, ich will mal gucken, welchen Level der hat. 140! Oh nee, ne? Den will ich jetzt zähmen. Dann mach mal. Dann tu es. Goddammit, why? Warum bist du hier? Leute, was ist das? Was? Das ist ein neues Wasserviech. Es schwimmt uns hinterher. Es ist klein. Ist der Akku? Nein, er ist Akku auf mich geworden. Scheiße. Ich kann den Namen auch nicht davon lesen gerade. Warte mal. Nami, kannst du mal mit draufbeißen? Ja. Ist egal, wir töten ihn. Deinonykanis, was? Kannst du mal mit draufbeißen? Ein Biss. So, den auf was mal. Gerät hast man du noch viel Fleisch drin? 80, wir müssen nee. Damage und so. Habt ihr eigentlich Spoiled Meat dabei als Bait? Nein. Ich nicht. Dann brauchen wir eigentlich gar nicht hinfahren. Doch. Ja, wollte gerade sagen. Ja, töten. Doch, ich habe einen doch. Arrow. Ja, den habe ich jetzt auch. Hey, ich habe einen Vorschlag für euch. Tötet doch einfach die Rares. Ja, wir versuchen das immer machen. Wir versuchen das jetzt, genau, ob es geht. Wenn es nicht geht, dann fressen wir es sowieso. Und wenn es geht, dann muss jemand mit Bates hinterherkommen. Oh. Also, Nami, wir machen das jetzt gemeinsam. Wir schwimmen jetzt hier rüber. Ja, stimmt. Ich guck vorher aber erst nochmal, weil mich das gerade mal interessiert, ob hier irgendwie Moser oder so ist. Warum hänge ich denn jetzt hier? Warum hänge ich denn jetzt hier fest? Keine Ahnung. Ich hänge an dem Tor fest. Vorne nicht durch. Also, das ist nicht offen, das ist doch offen. Bisschen dreist, dass hier die Nachtschatten einfach direkt in genau an der Stelle spielen, an der wir dieses Foul begangen haben, stehen zwei unbemannte Trikes von den Nachtschatten mit Sattel. Ne? Fair Play und so. Kein Spieler irgendwo in der Nähe, aber ich lasse sie jetzt natürlich stehen, weil. Ja, lass die leben auf jeden Fall. Wobei. Ja, nee, wir haben jetzt gerade mal diesen Vorsprung. Hier komme ich durch. Kommst du durch, Nami, durch das Tor? Wenn du ein bisschen versuchst, hochzuschwimmen, warum läuft denn der da eigentlich auch an der Stelle? Ist ja komisch. Leute, könnt ihr mir irgendwie auf der Map beschreiben, wo das ungefähr ist? Oh Gott, wir müssen das anders machen. Unter der dunklen Insel. Lass uns mal nochmal rausgehen. Das ist auf der hellen Insel quasi. Es ist das Folge mir. Sumpfgebiet. Da. Ach, aber wahrscheinlich können wir gleich wieder weg. Wir sind jetzt da und schauen mal, ob das geht. So, ihr müsst mir gleich den Spino und so von Hals halten. Ich heil mal kurz ein bisschen den Diesmal Spino. Diesmal bitte wirklich. Och komm, die letzten haben wir dir noch vom Hals gehalten. Ja, aber die Rex in letzter Zeit irgendwie nicht so. Ja, nimm was Großes mit. So, nein, ich will scouten. Wir müssen ja nur um die Mauern außen rum. Aber der Spino kriegt schon wieder Anrufe. Okay.
klingelt der gar nicht mehr. Fans. Niedlich. Ja, er klingelt wieder normal. Wir brauchen wieder ein Babyspino. Okay. Ari? Du hattest da gerade was am Arsch. Ich komm hier nicht raus. Oh. Wo bist du? Ach, da hinten. Oh, und der Enderminus muss. Ich muss hinter Rizirel laufen. Ja. Sonst meckert sie wieder. Oh Gott, da sind Tiere. Nur wenn ich mich extra zu euch stelle und sage, wir sollten den Rex töten und es keiner macht, dann. Machen Blutungsschaden. Ich wollte vorhin erstmal warten, bis er gebrüllt hat. Der hier greift an. Komm, rauf da. Köln, guck mal, die machen noch so viel Knockback, die kommen gar nicht ran hier. Also wir machen so viel Knockback. Okay, Achtung, Moment. Oh Gott, das schaffe ich niemals, darüber zu schwimmen, ohne dass ich ertrinke. Hast du denn nicht mal zweimal Oxygen in das Bild? Ich will mal kurz. Da. Warte. Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Weil ich die Base ja nie verlasse. Ah, shit. Dann, dann lass mich das alleine machen. Okay. Dann mache ich das. Du bist es da hinten, oder, Rizzi? Ja. Bestimmt. Also, Nami, versucht ihr aber wirklich mal beim nächsten Level ab, merkt ihr das mal, versucht ihr da zweimal Oxygen zu skillen. Damit du, wenn du mal mit dem Indominus irgendwo hin musst, dass du dann wenigstens nicht ertrinkst. Naja, ich hatte gerade ein Level ab. Das ist egal, merkst dir fürs nächste Level ab. Okay. Ich habe aber auch kein Oxygen geskillt bisher. Guck mal, wenn ich jetzt nämlich hier, ich bin jetzt auf der Hälfte hier von dem Weg und meine Oxygen-Leiste ist jetzt schon unter der Hälfte und ich habe zweimal geskillt. Also man muss das wirklich machen, wenn man hier längere Strecken überbrücken möchte. Scouten? Ich bin jetzt gleich am Ertrinken, aber ich schaff's glaube ich gerade so. Der Innenrafter kann kein Scout. Schade. Man kann ja mit den Spinos auch nicht auftauchen, leider. Das war noch 35,80, ne? Ja. Das habe ich geschafft. Wo bist du? Im Wasser, ich schwimme mit Krokodilen. Du bist mir ins Gesicht gesprungen, du Kaffee. Das sind ja schöne Tiere. Was ist das? Ist das orange? Ist das rot? Es könnte pink sein. Wie viele Indoraptoren es hier drüben im Schneebiom gibt. Ich habe kein Stamina mehr. Wie viele Alos es hier drüben gibt. Ach, das sind Rohgopse. In orange und in rot. Einer ist 135. Sind das viel? 35,80. Vielleicht ist es am Ende auch irgendwo reingebackt. So, aber ich bin jetzt mal ganz kurz AFK. Ein Baum oder so? Vielleicht doch nicht ganz kurz, aber kurz. Ich hoffe, ich finde hier die Pinguine auch. Oh Gott, wie hier ein Lyxichthys am Strand liegt. Da ist ein Pinguin! Ja, komische andere Dino will ihn essen. Stirb. 16 organisches Polymer, jawohl. Komm schon, ich brauche mehr Polymer. Warum farm ich jetzt eigentlich? Wie kam es dazu eigentlich wieder? Du wolltest eigentlich mit Nami losgehen. Angeordnet. Ja, eigentlich schon, ne? Es hätte sehr lustig werden können. Ja, aber Nami wäre wahrscheinlich auf der Strecke hier ertrunken gleich. Das Problem ist halt. Naja, egal. Sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht. Ich kann ja dann noch zu euch stoßen. Also, ich bin auch noch jetzt irgendwo. Na, ich habe irgendwann mal den Kontakt zu Lea verloren und dann war Ende. Wo seid ihr jetzt nochmal? Bei welchem Koordinaten? Ich bin bei 35,80. Ich war dann aber bei Ari. Wir sehen den Skorpion halt nicht. Da könnte ich sogar quer rüber, wenn ich müsste. Also, ich könnte euch assisten, aber ich brauche ein bisschen, bis ich da bin. Ich bin an der anderen Ecke. Ich bin auf der linken Seite der Map. Ein Kairuku! Sieht auch gar nichts aus wie ein Skorpion. 48 organisches Polymer! Habt ihr echt schon wieder das Zeug für die Smash Shotgun aus der verdammten Crafting Station geklaut? Naja, Moment, der Plan war ja jetzt erstmal ein Raft zu machen, ein motorisiertes, dafür brauchen wir ja auch Polymer. Und wir mussten die Gyrosphäre reparieren, dafür brauchen wir auch Polymer. Das Ding ist halt, wir brauchen ständig Polymer. Aber der Obsidian-Nachschub lässt halt so ein bisschen zu wünschen übrig. Das hier ist liegt das Problem. Obsidian, das könnten wir mal mitnehmen. Also wenn ihr unterwegs Obsidian-Klumpen seht, dann könnt ihr die gerne mitnehmen. Das ich kann ja jetzt alleine nochmal farmen gehen. Dann können wir nämlich das Zeug dann auch mit dem ganzen. Kann halt nicht so viel mitnehmen. Chitin, was wir haben, können wir dann nämlich auch ganz schnell Cementing Paste machen, dann haben wir wieder was. Und ich farme ja gerade noch Polymer organisches, ne? Cool.
Crafting Station, ach, die Gyrosphäre ist übrigens kein bisschen repariert, nur so. Doch, die wird nach und nach halt repariert. Wenn die Materialien fehlen, dann nicht. Also da sind aber keine Materialien drin. Ach, toll, ist gerade in die Ja, dann reicht das nicht, was ich reingepackt habe. Dann müssen wir nochmal was erklärt. Reinpacken. Die ist nicht geheilt, okay, die hat immer noch 273 Leben. Was? Aber als ich gerade geguckt habe, da war sie hochgeheilt worden. Da ist das Leben hochgeklettert. Da war sie bei 1000 oder so. Ja, vielleicht ist jetzt irgendwas an Material wieder weg. Hat da jemand was rausgenommen? Die verbraucht das ja auch. Vielleicht ist ja Polymer alle. Das Ding war, als ich reingeguckt habe, ist das Leben hochgegangen, ja, aber es wurde nichts verbraucht. Das Zeug war immer noch drin, das wurde nicht verbraucht. Also ich verstehe das nicht, wie das funktioniert. Okay, dann lass einfach die Gyrosphäre mal stehen. Dann lass sie einfach mal stehen, benutzt sie mal jetzt nicht für irgendwas. Geht das ja vom Platz hätte ich her? Sowieso nicht. Vielleicht ist die jetzt verbuggt oder so, keine Ahnung. So, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 80 Polymer. 55, 40, das ist auf der großen Insel, oder? Ja. Dann gehe ich dahin. Wenig, ich stehe voll im Rexfuß. Tja, meine lieben Freunde, ich muss jetzt hier ein bisschen organisches Polymer farmen, weil wir das ganz, ganz dringend brauchen. Und irgendwie, ja, wir bisher nicht dazu gekommen sind, das mal irgendwie zu machen. Deswegen mache ich das jetzt. Es ist Bauphase, lass uns was tamen. Hey, es ist PvP-Phase, lass uns farmen. Kein Tarn, irgendwie oder? Verstehen also, wir das falsch, glaube ich. Ja. Das Ding ist schon sichtbar, oder? Nicht unsichtbar. Es ist unterschiedlich, manche sind unsichtbar, manche nicht. Meine Frage ist, ob die auch anders heißen, die getarnt sind. Nein, die heißen naja, das würde es dann erklären. Die getarnt sind und als wir das Heilding auftauchen, müssten ja auf jeden Fall glitzern. Also daran müssten wir sie erkennen können eigentlich. Ich glaube nicht, dass das Glitzern auch unsichtbar ist, wenn die unsichtbar sind. Dann sind hier wenig Pinguine, oder? Ich bin schon an 3 Millionen vorbeigelaufen, habe sie gar nicht gesehen. Aber ich muss mal sagen, hier sind weniger Glacialisaurier wieder unterwegs. Können wir mal den Destroyer deinen? Was war das jetzt für ein Vieh sein könnte? Ne? Was? Also die Reciting. Ne? Könnt ihr mir wieder beschreiben, wo der ist so? Auf dem auf der Strand? Großen Insel mit dem im Redwood-Biom, glaube ich, müsste es sein. Silian brauchen wir noch. Also weiter drin oder? Naja, so ein bisschen. Für das Boot. Und weit links halt. Nami, ich bin gerade am organischen Polymerfarmen, ne? Aber hätte ja sein können, dass du da irgendwo Obsidian siehst. Ich sehe ja keine Obsidian. Also wenn, dann sind es eingeschneite Felsen, die ich nicht als solches erkenne. Okay. Nami hat's nicht gehört. Nee. Was hat Nami nicht gehört? Nein, sag's nicht, mir fliegen wieder die Ohren raus. Was denn? Irgendwas Pinkes? Hier ist ein Rex, der einen weißen Rücken und einen pinken Bauch hat. Ich glaube, wir müssen mal die ganzen Obsidiansteine pink anmalen. Es ist Level 90. Ja, gute Idee. Schön. Nein, ich komme nicht mehr hoch. Oder wir malen die Pinguine pink an. Dann sind es Pinguine. Pinguine. Ich bin ein Pinguine. Da ruft direkt der Spino an. Ich bin jetzt übrigens schon alleine hier und ich habe ihn schon. Es gibt eindeutig nicht genug Pinguine in diesem Schneebiom, wenn ich das mal sagen darf. Wir sind auf dem Weg. Dann nehme ich mir hier noch von denen ein paar mit hier. Gott, ey, ich sehe halt nur eure Beine da von euren Dinos, wenn ich in, ne? Eigentlich in beiden Perspektiven. Ich kann in den Rex gucken. Bin ich noch... Ich glaube, ich bin noch richtig, oder? Wunderbar, also einfach an dieser Insel bleiben und die nächste Anlegemöglichkeit suchen. Also der die andere Rex Seite ist halt... Ach Quatsch, der Kano ist halt genau auf der gegenüberliegenden Seite von unserer Insel am Strand. Mhm. Wie da diese Felsen auf und ab tauchen da hinten. Was ist hier im Wasser? Kannst du schon anfangen zu zähmen oder? Bin ich schon dabei. Oh, Moment mal, da drüben sind ja Pinguine auf den Eisschollen. Oh, Moment mal. Geht mal aus dem Weg hier, ihr Trikes. Rizzi, lässt du das Floß dann weiter vorn rum und wir laufen schon mal hin? Kann ich machen, ja. So, die Quest vor Pinguinen continues. Was ist jetzt los hier?
Piranhas! Piranha! Hey, oh, ist das riskant, hier alleine zu tämen. Ich trau mich gar nicht abzusteigen. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, dann kann ich mich so ein bisschen aufschieben. Wir sind auf dem Weg. Bescheid. Also ich tame hier gerade alleine die Rare Sight. Wir sind doch schon fast da. Ja, das ist ja gut, aber momentan bin ich halt noch alleine. Sollen wir jetzt einfach quer durchlaufen hier? Man kann ja auf den Eisschollen hier gar nicht laufen. Er meint, das ist hier gleich am Strand.